Hallihallo, meine Lieben, ich bin's, euer Sue James. Und bevor der Film anfängt, möchte ich euch kurz noch was zu der Entstehung des Films sagen. Hier diese Figuren oder auch diese hier, das sind die Originalfiguren des Theater-Marionettenstücks Der Kartoffelkönig. Denn die eigentliche Geschichte ist schon viele Jahrzehnte alt. Warum haben wir dann aber erst jetzt mit diesem Projekt angefangen? Nun, 2002 oder 2003, also noch sehr zu Beginn unseres Marionettentheaters, bekam ich das Drehbuch zum Theaterstück Der Kartoffelkönig von meinem Onkel, weil ich sagte, ja, ich habe da in Zukunft irgendwas vor mit Marionetten. Und er sagte, gut, dann schenke ich dir die Geschichte, unter anderem diese Geschichte, und vielleicht kannst du damit ja was anfangen. Und ja, wir hatten damals noch nicht die ganzen Möglichkeiten, die uns heute zur Verfügung stehen, und wir wollten unbedingt eine richtig schöne Produktion, einen richtig schönen Film draus machen, und deswegen haben wir uns mit diesem besonderen Projekt so viel Zeit gelassen. Weil die Originalfiguren vom damaligen Theaterstück aber nicht mehr existierten, mussten alle Figuren neu hergestellt werden. Und hier seht ihr ja auch, wie die Figuren, also die Kartoffelfiguren, jetzt aussehen. Hier auf diesem Bild seht ihr auch, wie einfach wir zum Beispiel Szenen mit dem geheimnisvollen Kartoffelkeller gedreht haben. Da waren dann einfach nur eine blaue Lampe und die Nebelmaschine im Einsatz. Es war mit sehr vielen neuen Tricks verbunden, das Projekt, aber wir sind sehr zufrieden mit dem, was wir geschaffen haben und wie wir dieses wunderschöne Theaterstück in einen Film umgewandelt haben. Wir haben es noch etwas ausgeschmückt mit eigenen Ideen, die im eigentlichen Drehbuch nicht vorkamen, weil wir es halt filmtauglicher machen wollten. Und ich finde, das ist uns auch gelungen. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß bei diesem Projekt. Und ja, habt einfach Spaß, genießt diesen Film und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin, habt eine gute Zeit, danke fürs Zuschauen und jetzt Vorhang auf, Bühne frei für Kidumas, der Kartoffelkönig. Hallihallo und herzlich willkommen im wunderschönen eulendischen Dorfkanton Kublat, ein direkter Nachbarort des berühmten Dorfkantones Otterstein,
Die Einwohner von Kublat lieben die Natur so sehr, dass hier auch fast jeder seinen eigenen kleinen Garten hat. Und in genau so einem Garten spielt unsere heutige Geschichte. In meinem Garten, um genau zu sein. Oh, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Bitte verzeiht. Mein Name ist Fiete. Sicherlich seid ihr gekommen, weil ihr von meinem berühmten Garten gehört habt, dessen Einwohner Kartoffelland zu ihm sagen. Und deshalb wisst ihr ja auch, dass die Einwohner von Kartoffelland Kartoffeln sind. Zumindest die meisten. Ich würde euch ja gerne alles zeigen und erklären, doch fehlt mir heute einfach die Zeit dafür. Aber keine Sorge, meine Freundin Kati Krähe wird euch bestimmt gerne das Kartoffelland und dessen Einwohner zeigen. Wenn ich sie denn dann mal finde, das freche Krähenvieh. Die denkt nämlich wirklich nur ans Fressen. Mehr kennt die gar nicht. Obwohl, doch. Schlafen kennt die auch noch. Aber das war es dann auch. Kati lebt dort oben im Vogelhäuschen, welches da drüben am Baum hängt. Aber bis jetzt kann ich sie nicht erblicken. Vielleicht zeigt sie sich ja, wenn ich sie einmal rufe. Kati! Kati! Mensch, wo steckt die denn schon wieder? Kati! Aber hier bin ich doch, Kra. Warum schreist du denn so? Haben die Kartoffelkinder schon wieder die Mohrrüben drüben im Nachbargarten geärgert? Oder gibt's was zu fressen für mich? Schön, dich zu sehen, Kati. Ich dachte schon, du wärst ausgeflogen. Ich habe hier ein paar Besucher, die sich gerne mal das Kartoffelland angucken würden. Vielleicht bist du ja so nett und zeigst es ihnen. Klar, kein Problem. Mach ich doch gerne. Glaubst du wirklich, ich hätte an meinem freien Tag nichts Besseres zu tun, als Touristenführerin zu spielen? Ach bitte, Kati. Ich bitte dich doch sonst so selten um etwas. Heute muss ich mich doch noch um das Edelweiß kümmern. Das braucht schließlich besonders viel Pflege. Also gut, weil du es bist, mache ich es für 10 Eimer Erdbeerleberwurstpudding als Gegenleistung. Was? 10 Eimer davon? Vergiss es. Na, dann kannst du es auch vergessen, Kra. Tschüss dann. Halt, warte. Also gut. Du verfressene Erpresserin. Na also, geht doch. So ein Mist. Dann muss ich heute ja noch extra dafür in den Dorfkanton Eselsohr fahren. Und der ist so weit von hier entfernt. 2 Stunden mit der Pferdekutsche. Aber was tut man nicht alles, um anderen es recht zu machen? Kati, dann zeigst du unseren Besuchern aber am besten das Zentrum von Kartoffelland und erklärst alles. In Ordnung? Das Zentrum? Aber da ist doch immer so viel los. Deshalb ja. Tschüss dann. Na also gut dann. Dann folgt mir bitte alle über die große Wiese. Kra! So, hier sind wir. Willkommen im Kartoffelland. Wann, wo, wie und ob heute hier was passiert, wissen wir logischerweise nicht. Aber hier ist eigentlich immer was los. Na dann, habt einen schönen Aufenthalt hier. Ich fliege wieder zurück zu meinem Baum. Wenn was ist, einfach rufen. Mal gucken, ob ich dann komme. Tschüss dann. Hallo erstmal, liebe Leute. Na, geht's euch gut? Danke der Nachfrage.
Mensch, alles muss man hier selber sagen. Ich frag euch nicht, wie ihr alle heißt. Das würde viel zu lange dauern. Ich frage euch lieber, was ihr denkt, wie ich wohl heiße. Na? Habt ihr eine Ahnung? Also, ich weiß ja nicht, ob ihr's wusstet. Aber ich schaue gerade in viele fragende Gesichter. Na, dann will ich euch meinen Namen mal verraten. Mein Name ist Dickkopf. Und in diesem Garten hier bin ich so schön dick geworden. Und wo seid ihr da jenseits des Gartenzauns? Ich weiß es. Vor einem riesigen Bildschirm, nicht wahr? Na, zumindest riesig für mich. Ich bin froh, dass ich diesseits des Gartenzauns bin, ne? Hier in diesem wunderschönen Garten, im wunderschönen Kartoffelland. Ich habe hier auch zwei ganz wichtige Aufgaben, die es zu erfüllen gibt. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, aber zum einen soll ich herausfinden, wo der geheimnisvolle Kartoffelkeller ist. Ja. Und zum zweiten soll ich auf die Jungkartoffeln, also unsere Kartoffelkinder, aufpassen. Vorhin waren sie noch hier, aber jetzt sind sie weg. Hoffentlich finde ich die schnell wieder. Eine richtige Rasselbande ist das. Moment mal. Was wäre, wenn die Kartoffelkinder den Kartoffelkeller entdeckt hätten? Daran darf ich gar nicht denken. Ihr vor dem Bildschirm wisst auch nicht zufällig, wo sich dieser Keller befindet, oder? Nee? Zu schade aber auch. I take my way, pam pam. That is okay, pam pam. I take my way, that is okay. I take my way, pam pam. Ja, Fremdsprachen lernt man am besten durchs Radio. Ich weiß ja nicht, ob ihr es wusstet, ne? Aber das, was ich gerade gesprochen habe, oder vielmehr gesungen habe, war anglikanisch. Oder so ähnlich. Na dann suche ich mal weiter nach dem Kartoffelkeller und den Kartoffelkindern. Habe ich nicht gerade hier noch eine Kartoffel gesehen? Hier war doch eine, oder? Oh, hallo Leute! Die Kartoffel, die gerade noch hier war, kennt ihr sicherlich mittlerweile. Dickkopf heißt er ja. Aber mich kennt ihr noch nicht, oder? Klar, ich bin eine Kartoffel, aber eine ganz besondere. Seht einmal meine Nase an. Die Nase verrät euch meinen Namen. Ich bin Knubbelnase. Ich habe gehört, dass Dickkopf damit beauftragt wurde, den Kartoffelkeller zu finden. Nur blöd, dass keiner von uns Kartoffeln weiß, wo sich dieser befindet. Schon seit Generationen weiß das keiner mehr. Der Kartoffelkeller soll nicht nur Schutz vor dem Winter bieten, sondern auch ein großes Geheimnis bewahren. Wenn ich jetzt auch anfange, nach dem Kartoffelkeller zu suchen, hole ich die Kopf ja vielleicht sogar noch ein. So groß ist Kartoffelland schließlich auch nicht. Hier im Keller finden uns die großen Kartoffeln nie. Jetzt machen wir erstmal eine Party. Oh, fein! Juhu! Party!
Hey, sind Sie nicht Herr Dickkopf? Hallo erstmal. Woher kennen Sie meinen Namen? Nun, es gibt schließlich nur eine Kartoffel hier im Land mit so einem dicken Kopf. Ich heiße übrigens Knubbelnase. Ah, sehr freut, Ihre Bekanntschaft zu machen. Setzen wir uns doch. Sie glauben gar nicht, wie anstrengend es ist, die ganze Zeit zu laufen. Meine Beine bringen mich irgendwann nochmal um. Oder in unserem Fall in die ewige Bratpfanne. Oh, ich kann es gut nachfühlen, werter Kollege. Sowas kennen Sie? Wie das denn? Sie sind schlank. Ihre Beine tragen die Hälfte Ihres Gewichts. Sie mit Ihrer Figur stellen doch was dar. Ich beneide Sie um Ihre Statur. Danke, sehr lieb. Ich höre Ihnen gerne zu. Ich weiß ja nicht, ob Sie es wussten, ne? Aber Sie haben so eine liebliche Stimme. So etwas findet man selten bei Kartoffeln. Ich bedanke mich meinerseits. Sehr freundlich. Aber werden Sie mir jetzt nicht zu einer Süßkartoffel? Was halten Sie denn davon, wenn wir einfach du zueinander sagen, da wir uns so gut verstehen? Du sprichst mir aus dem Herzen, lieber Freund. Ich darf dich doch Freund nennen, oder? Gerne, Dicky. Du, Nasi, ich weiß ja nicht, ob du es schon wusstest, aber du bist voll in Ordnung. Du, Dicky, guck mal. Sieht die Kartoffel da drüben nicht wie ein Schweinchen aus? Ja, sogar die rosa Farbe. Stimmt. Vielleicht ist das ja eine Süßkartoffel. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber scheinbar riecht der Stein gut. So intensiv, wie die Schweinekartoffel dran schnüffelt. Normalerweise können Schweinekartoffeln nur Kartoffeln erschnüffeln und keine Steine. Sehr eigenartig. Aber was soll's? Ach, wie herrlich friedlich heute doch dieser Tag ist. Und mit so einem tollen Freund wie dir an meiner Seite wirkt der Tag gleich nochmal so schön. Nasi, wir wollen für immer zusammenhalten, ja? Für immer, Dicky. Du? Aber, sag mal, also ich weiß ja nicht, ob du es weißt, aber hast du vielleicht zufällig eine Ahnung, wo sich der Kartoffelkeller befindet? Im Moment mag ich gar nicht an den Keller denken. Ich komme gerade aus einem Erdloch und soll nun in ein Kellerloch? Och nö. Weißt du, Nasi, ich glaube, das wäre besser so. Wir kennen den Winter nicht. Da unten im Keller würden wir die Kälte sicherlich viel besser überstehen. Ich weiß ja nicht, ob du es wusstest, ne? Aber eine kalte weiße Decke soll angeblich bald die warme Erde überziehen, ne? Im Frühling will ich dann aber wieder hier im Garten sein. Hier bin ich aufgewachsen, hier will ich leben. Dafür müssten wir aber erstmal den Kartoffelkeller finden. Ja, das stimmt wohl. Du aber, Dicky, es ist so schön, dass man mit dir über alles reden kann. Deshalb will ich dir auch meinen geheimen Herzenswunsch verraten. Irgendwann möchte ich hier in diesem Garten eigene Kinder haben und großziehen. Zusammen mit der Kartoffeldame meines Herzens.
Na dann viel Spaß. Ich habe schon genug Schwierigkeiten mit den Kartoffelkindern dieser Ernte. Und das sind noch nicht mal meine eigenen. Du, Nasi, also ich weiß ja nicht, ob du's schon wusstest, aber da kommt wer. Jetzt bin ich aber sehr verwundert. Das ist James, der königliche Ausrufer. Ich denke, wir haben seit der vorletzten Ernte keinen König mehr. Deshalb bin ich ja so verwundert. Im Namen der Krone ergeht folgender Beschluss. Es soll nach langer Zeit wieder ein König gewählt werden. Der soll König im Kartoffelland werden, der entweder den dicksten Kopf oder die größte Nase hat. Die Entscheidung soll noch heute fallen und danach im ganzen Land verkündet werden. Lang lebe unser zukünftiger König! Dieser König bin ich. Nein, ich werde König. Warum denn ausgerechnet du? Damit du mein Minister werden kannst. Umgekehrt lasse ich es mir besser gefallen. Fragen wir doch die Schweinekartoffel, wer von uns beiden der bessere König wäre. Du willst eine Schweinekartoffel fragen? Deren Antwort kann ich dir schon vorhersagen. Grunz, grunz. Aber jetzt mal im Ernst. Wenn einer von uns beiden König wird, dann ich. Meine Nase ist unübertroffen. Nun, also ich weiß ja nicht, ob du's schon wusstest, ne? Aber beim Regieren kommt es auf die Nase gar nicht an. Zum Regieren braucht man den Kopf. Und in meinem Kopf steckt was drin. Ja, wahrscheinlich ein dicker Kartoffelkäfer. Sieh mich an. Ich habe vorne und hinten Augen. Ich sehe alles. Also bin ich der richtige König. Nun, mir genügen die Augen, die ich vorne habe. Ein König muss schließlich vorwärts blicken, in die Zukunft schauen. Ich bin für das Königsamt geschaffen. Und die Unterstellung mit dem Kartoffelkäfer verbitte ich mir. Du aufgeblasener Kartoffelsack kannst ja noch nicht einmal über den Gartenzaun blicken. Du siehst aus wie deine eigene Kartoffelkiste. Und ungehobelt bist du auch noch. Du kannst gerne meine ungehobelte Faust kosten. Wage es dich, mich zu schlagen, Freundchen. Du Grobian. Du Flegelknubbel. Schrulliger Dicker. Hallo, Herr Dickkopf. Hallo, Herr Knubbelnase. Man kann sie beide ja durch den ganzen Garten schimpfen hören. Jetzt hören sie damit mal auf und mir zu. Töffelchen? Was willst du denn? Ich wollte nur sagen, dass die Köchin dicke Kartoffeln sucht. Sie will Reibeplätzchen backen. Ja, na und? Was hat das mit uns zu tun, Töffelchen? Die Köchin sagte zu mir, dass sie mich nicht gebrauchen kann, weil ich viel zu klein wäre. Aber ihr zwei seid ihr anscheinend recht. Oh, ich habe es plötzlich sehr eilig. Ich wollte ja noch zum Kartoffelbeet laufen. Ja, um da nach einem geeigneten Loch zu suchen. Ich komm mit, du Knubbelig.
Ich weiß ja nicht, ob du es schon wusstest, aber ich weiß ein gutes Versteck, wo wir vor der Köchin erstmal sicher wären. Alles klar, dann aber erstmal zu mir nach Hause. Los! Die können aber schnell laufen. So schnell habe ich die ja noch nie flitschen sehen. Und wer wird jetzt Kartoffelkönig? Ich, das kleine Töffelchen. Seid ihr alle damit einverstanden? Ach so, ist ja gar niemand mehr da, der dagegen sprechen könnte. Hi, na dann werde ich James mal sagen, dass ich jetzt König von Kartoffelland werden möchte. So, Knubbelnase, lass lieber unser Kriegsbeil begraben und uns wieder vertragen, ja? Abgemacht, Dicky. Und welches gute Versteck kennst du, wo wir hin können? Na, der geheimnisvolle Kartoffelkeller. Das ist das ideale Versteck für uns. Na, hervorragend. Und wo soll der Kartoffelkeller sein? Du weißt ja noch nicht mal, wo die Kartoffelkinder sind. Mal überlegen. Kannst du dich noch an die Schweinekartoffel von vorhin erinnern? Dieser hatte ja so auffällig am großen Stein geschnüffelt. Und du meintest ja, dass Schweinekartoffeln eigentlich nur Kartoffeln erschnüffeln können. Was wäre, wenn die Kartoffelkinder den Kartoffelkeller entdeckt hätten und sich dessen Eingang unter dem Stein befinden würde? Das könnte sehr gut sein, Dicky. Dann lass da mal hingehen. Alles klar, dann mal los. Na, da bin ich jetzt aber gespannt, ob ich mit meiner Vermutung recht habe oder nicht. Und wie kriegen wir den schweren Stein zur Seite gerollt? Ich glaube nicht, dass wir da stark genug für sind. Vielleicht ja mit einem Zauberspruch oder einem Zauberwort. Zu blöd. Ich weiß ja nicht, ob du es so wusstest, aber das einzige Zauberwort, das ich kenne, lautet bitte. Leck mich an meiner Wurzel. Das klappt ja wirklich beeindruckend. Also wirklich, Nasi, sowas sagt man doch nicht. Aber du hast recht, beeindruckend ist es schon. Und wer geht da als erstes runter? Sieht dunkel aus. Und im Dunkeln habe ich Angst. Was bist du denn für eine Kartoffel? Eine Kartoffel, die Angst hat. Na sowas. Aber gut, ich werde vorangehen und du kommst mir nach. Hier geht eine Treppe runter. Na dann mal los. Warte auf mich. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir trotz des ganzen Nebels und der Dunkelheit die Stufen sehen und nicht fallen. Du, Nasi? Also, ich weiß ja nicht, ob du es schon wusstest, aber so
stelle ich mir das Innere eines Kochtopfes vor. Nur das heiße Wasser fehlt noch. Sag das nicht zu laut. Nicht, dass gleich doch noch Wasser kommt. Ich kann nämlich nicht schwimmen. Eine Kartoffel, die im Dunkeln Angst hat und nicht schwimmen kann? Du bist wirklich eine Klasse für sich, hm? Na dann, lass uns diesen geheimnisvollen Kartoffelkeller mal weiter erkunden. Ich bin gespannt, was uns hier alles so noch erwartet. Schließlich soll es ja hier auch ein großes Geheimnis geben. Wie lange soll meine Seele in dieser Rüstung hier, in diesem Keller gefangen bleiben? Damals hat man meinen Körper schon gequält. Warum lässt mir das Schicksal jetzt immer noch keine Ruhe zukommen? Schon 600 Jahre muss ich mich hier herumquälen. Wie lange denn noch? Ja, ich habe Strafe und Qualen verdient. Doch nach 600 Jahren muss ja auch mal Schluss sein. Ja, ich habe zu Lebzeiten Menschen beraubt, gequält und ermordet. Komme ich denn nie in den Genuss der Gnade? Wann werde ich endlich erlöst? Die Erlösung ist nah, nah ist die Erlösung. Ach, Lu, hör auf, mir Erlösung vorzugaukeln. 600 Jahre, welcher Teufel hat mich damals geritten, als ich der mittellosen Frau ihre Hütte anzündete. Barfuß stand sie danach mit ihren beiden Kindern im Schnee. Der König musste mich ins Gefängnis werfen lassen. Und so wurde aus dem Ritter Nimru der Rittergeist Nimmerru. Auch damals die Sache mit dem Lösegeld für den Fürsten Wladimir brachte mir keinen Segen. Es fiel mir in den Otterfluss und ich fand keine einzige Münze mehr davon. Spätestens ab da hätte ich meine Karriere als Raubritter an den Nagel hängen sollen. Das war ein Zeichen des Himmels. Damals war noch kein Blut an meinen Händen. Oh, ich Schändlicher, ich Verfluchter, ich Vergessener. Ich war maßlos, oh Gerechtigkeit. Ich hätte nie gedacht, dass der Kartoffelkeller so groß ist. Ich auch nicht. Mahlzeit. Wir suchen einen Ort, wo es schön warm ist. Weißt du, wo wir hin könnten? Oh ja, ihr seid doch Kartoffeln. Und meines Wissens gehören Kartoffeln in Kisten. Gut, dass ich da eine habe. Was? In die hässliche, dreckige, enge Kiste sollen wir rein? Wir wollen in eine schönere Kiste. Ruhe da, ihr freches Gemüse. Ihr seid ja noch ganz grün hinter den Ohren. Wir haben ja gar keine Ohren. Genau. Ihr sollt Ruhe geben, sonst kommt ihr in den Topf. Stellt euch nicht so an. Wenn einer einen Grund haben darf, sich zu beschweren, dann ja wohl ich. Wie lange muss ich hier noch verschmachten? Wann ist endlich genug? Lu, du hast mir doch vorhin gesagt, dass ich bald Erlösung finde. Wann denn nun genau? Wer durch Hunger starb, wird durch Lieb ernährt. Wer den Mut vermehrt, der das Heil erfährt. Lu, ich hoffe, du erwartest jetzt nicht von mir, dass ich das verstanden habe, oder? Das ist das Nervige an euch Zukunftsgespenstern. Immer redet ihr nur in Rätseln. So weit, so gut. Aber wie geht es jetzt weiter? Bin ich wirklich geeignet, der neue König zu werden? Ein König trägt schließlich viel Verantwortung, muss milde und gerecht urteilen und mutig sein. Da würde mir viel abverlangt werden.
Erschrick nicht, Teufelchen. Ich bin der Lichtgeist Nono und ich bin gekommen, dem den Königssegen zu bringen, der es wert ist, König zu sein. Ah, da brat mir einer einen Storch. Ein echter Geist. Und das, obwohl noch nicht einmal Mitternacht ist. Verzeihung, dass ich mich gerade erschreckte, aber ich bin es nicht gewohnt, mit Geistern oder Gespenstern zu reden. Aber, Herr Nono, meinen Sie wirklich, dass ich mich als Kartoffelkönig eignen würde? Zuallererst lass das Herr weg. Nono reicht vollkommen. Ich war einst das Taggespenst der Burg Otterstein. Vielleicht hast du ja schon mal von mir gehört. Wie dem auch sei. Ich meine nicht nur, ich bin sogar fest davon überzeugt, dass du würdig bist, das Amt des Kartoffelkönigs zu bekleiden. Du meinst das wirklich ernst, oder? Ja, das meine ich. Die Geisterwelt hat erkannt, dass du das Amt übernehmen kannst. Also gut, ich will's versuchen. Dann empfange nun die Krone vom königlichen Ausrufer. James, dein Typ wird verlangt. Walte deines Amtes, damit dieses kleine Königreich hier endlich wieder einen würdigen König hat. Oh, Nono persönlich? Was für eine Ehre. Und Töffelchen soll der neue König werden? Nun, die Geister werden schon wissen, was sie tun. Und wenn sie sich so sicher sind, dann wird Töffelchen trotz noch jung an Jahren sicherlich ein guter König werden. Dann nehmen Sie also entgegen, Töffelchen, die Krone der Kartoffeln. Lang lebe der Kartoffelkönig! Vielen Dank! Ich werde auch ganz bestimmt ein guter und gerechter König. Denn König ist man nicht für sich. König ist man stets für andere. So nehme ihn entgegen, den Königssegen! Es lebe der König! Doch Zeit zum Feiern bleibt dir nicht. Deine erste Aufgabe als König ist viel zu wichtig, um noch weiter aufgeschoben zu werden. Der Rittergeist Nimmeru soll nun endlich nach 600 Jahren Erlösung finden. Bringe ihm den Seelenfrieden. Nimmeru wurde von einem König geächtet und kann deshalb auch nur von einem König erlöst werden. Wenn du den Rittergeist seine Erlösung schenkst, kannst du heute viel mehr als nur einen retten. Du wirst schon sehen. Nun gut, ich will tun, was zu tun ist. Wo hauscht der Rittergeist? Im Kartoffelkeller. Und wo ist der Eingang zum Kartoffelkeller? Hier drüben, neben dem großen Stein, ist ein Loch. Dort geht es hinab in den Kartoffelkeller. Gib gut auf dich Acht und zeige keine Angst. Wir werden uns dann später wiedersehen, wenn du es geschafft hast, zum Rittergeist vorzudringen. Na, das kann ja was werden. James, was ist mit dir? Willst du mich begleiten? Mit Verlaub, Eure Hoheit.
Ich bin nur der königliche Ausrufer, nicht der königliche Begleiter. Außerdem habe ich viel zu große Angst vor dem Rittergeist. Als ich noch eine kleine Kartoffel war, habe ich da viele unheimliche Sagen erzählt bekommen. Da bleibe ich doch lieber hier, wenn es genehm ist. Alles gut, ich verstehe schon. Na dann, bis später. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, Hals- und Beinbruch, Majestät. So, das muss der Eingang sein, von dem Nono erzählte. Na dann mal runter ins Kellergeschoss. Puh, das ist ja hier die reinste Nebelküche. Und etwas gruselig ist es auch. Aber ich bin ja jetzt ein König. Da will ich keine Angst mehr zeigen. Hey, Dickkopf, Knubbelnase, hier seid ihr also. Ich hatte mich schon gefragt, wo ihr euch versteckt. Alles gut bei euch? Du fragst wirklich, ob alles gut ist? Natürlich nicht. Hier im Keller haust ein Geist. Ja, ich weiß. Den will ich erlöschen. Du? Boah, bist du aber mutig. Ich bin ja jetzt auch der Kartoffelkönig. Stimmt. Du hast sogar die Krone auf dem Kopf. Wir können uns vor Angst kaum noch bewegen. Keine Sorge. Wenn der Rittergeist erlöscht ist, komm ich zurück und dann wird es euch sicherlich auch wieder besser gehen. Na dann viel Glück und bis bald. Danke, bis bald. Also so groß habe ich mir den Keller aber nicht vorgestellt. Der ist ja riesig. Oh, was taucht denn da vor meinen Augen auf? Ah, der neue König von Kartoffelland. Ein weiterer König, der versagen wird, oder? Vor dir waren schon sehr viele Kartoffelkönige hier, um Rittergeist Nimmerruh den Seelenfrieden zu schenken. Und alle haben sie versagt. Alle hatten zu große Angst vor dem Geist. Glaube mir, ich war immer dabei. Schließlich bin ich der gespenstische Ritterhelm von Nimmerruh. Gehe lieber wieder in den Garten zurück, aus dem du gekommen bist. Denn du bist doch schließlich auch nur ein kleiner König, der viel zu viel Angst hat und ihm die Beine zittern. Oder hast du etwa den Löwenmut und traust dich zu Nimmerruh? Dann gehe den Weg weiter. Aber ich habe dich gewarnt. Und was für einen Löwenmut ich habe! Jawohl! Ich werde weitergehen und Nimmerruh seine Erlösung bringen. Ich habe keine Angst. Jetzt nicht mehr. Ich bin ja schließlich der Kartoffelkönig. Lou sagte zwar, dass meine Erlösung nah sei, aber wann? Soll ich etwa noch bis Pflaumenpfingsten warten oder was? Nanu, wer kommt denn da? Eine Kartoffel. Mit einer Krone auf dem Kopf. Ja, jetzt habe ich alles gesehen. Der neue Kartoffelkönig. Ich kann es nicht fassen. Es ist tatsächlich ein König gefunden, der meiner Verwünschung endlich ein Ende bereiten kann. Dem Himmel sei Dank. Aber sag dann, mein König, wie heißt ihr? Mein Name ist Töffelchen.
Also, Töffelchen der Erste, König von Kartoffelland. Das ist mir viel zu lang. Sag einfach nur Töffelchen zu mir. Das reicht. Die Stunde, da deine Seele frei wird, ist da. Als äußeres Zeichen leiht dir Töffelchen seine Krone. Genau so ist es. So, nimm kurz meine Krone und finde deine Erlösung, Rittergeist Nimmeru. Ich bin frei, dank dem König, dank den guten Geistern. Nimmeru ist nun endlich erlöst, der Spuk ist vorbei und die Krone kommt jetzt wieder auf meinen Kopf. Und wir wollen endlich hier raus. Ja, genau. Nanu, da sind also die Kartoffelkinder. Na dann mal schnell raus mit euch und ab nach oben in den Garten die warme Sonne genießen. Oh ja, fein. Danke, Töffelchen. Gern geschehen, ihr Raschelbande. Und ich werde jetzt auch wieder gehen. Ich werde schließlich nicht mehr gebraucht. Du bist wahrlich deines Amtes würdig, Töffelchen. Leb wohl. Leb wohl und danke für alles. So, jetzt gehe ich aber auch wieder aus dem Keller. Aber Knubbelnase und Dickkopf kommen natürlich mit. Juhu! Endlich wieder frei! Ab nach draußen, an die frische Luft! Hallo ihr zwei, da bin ich wieder. Wie versprochen, der Geist ist erlöst. Und jetzt spukt es hier im Kartoffelkeller auch nicht mehr. Ihr braucht also keine Angst mehr zu haben. Das war bestimmt gefährlich und schwierig, den Geist zu erlösen, oder? Aber egal. Du hast bewiesen, dass du wirklich würdig bist, dich Kartoffelkönig nennen zu dürfen. Ganz meine Meinung. Aber jetzt sollten wir machen, dass wir hier rauskommen. Los, mir nach! Und heute Abend feiern wir ein großes Fest. Oh ja, super! Und was gibt es dann heute Abend zum Fest zu essen? Bratkartoffeln. Pfui, sowas sagt man doch nicht. Ah, endlich kann ich wieder die Wärme der Sonne spüren. Na dann will ich auch mal wieder nach oben. Da ist es auch viel schöner. Na, das war ja jetzt mal ein Abenteuer der Extraklasse, was? Na, Hauptsache, wir haben es alle gut überstanden. Ach so, Moment. Ich glaube, es wäre besser, den Eingang zum Kartoffelkeller wieder zu verschließen. Das wäre geschafft.
Heidi, Heida, Kartoffel aus Amerika, Heidi, Heida, Kartoffel im Anna. Franz Strake hieß der brave Mann, der vor 400 Jahren von England nach Amerika als Kapitän gefahren. Salat davon gut angemacht, mit Feldsalat durchschossen. Der wird mit großem Appetit von jedermann genossen. Gebraten schmecken schierig gut geschotten, nicht viel minder. Kartoffelklöße essen gern die Eltern und die Kinder. Mehr mag ich nicht erzählen, heut auch keine dicken Bände. Wenn euch die Geschichte gefallen hat, dann klatscht laut in die Hände. So. Das war es also. Feierabend. Abgesehen von der Feier heute Abend wird heute eh nicht mehr viel passieren. Und ich will jetzt endlich meinen Erdbeer-Leberwurst-Pudding haben. Ja, ist ja schon recht. Ich bin auch gerade mit der Gartenarbeit und allem fertig geworden und mach mich jetzt nach Eselsohr auf. Bis später dann, Kathi. Und euch, lieben Kindern, sage ich auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! So, und ich heb jetzt eine ruhige Kugel. Mal schauen, ob nachher beim Fest etwas Fressbares für mich überbleibt.